Moin, wie geht's und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Letztes Mal haben wir angefangen, den Baron de Valois zu töten. Naja, klingt komisch, aber naja. Ezio hat einen Plan. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber... Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo! Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore, ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Magnifico! Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Französischer Kuss, ja. Nicht entdeckt werden. Ist so eine Voraussetzung, die ich jetzt hier nicht so gerne habe. 20 französische Soldaten töten. 20 sind jetzt, gar nicht mal so viele, eigentlich, ne? Das Problem ist halt wieder hier dieses Nicht-Entdeckt-Werden. Das macht die ganze Sache ein kleines bisschen schwieriger. Kurz das Borgia-Banner verzeichnen. So. Es läuft einigermaßen gut. Ich muss ja nur umlegen, nicht mal plündern oder so. Hier ist noch irgendwo ein Romulus-Versteck, habe ich gerade gesehen, was ich jetzt wohl auch schon machen könnte. Mache ich aber erst später. Und wenn ich so auf die Karte gucke, da ist noch irgendwo eine Wache. Ah, da vorne, ja. Könnte ich mich mal wieder bewegen, dass ich sie erschießen kann? Und wieder beißt einer von euch ins Gras. Ihr Franzosen haltet nicht sehr viel aus. Na gut, ist auch besser so, ansonsten hätte ich Probleme. So, euch da vorne möchte ich mal überfallen. Weil ich davon ausgehe, dass dann gleich die Wachen angerannt kommen von innen. Offenbar nicht. Dann plündere ich die jetzt mal wegen Munition. Weil wegen Muni, ne? Giftvoll, nein, 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 ich brauche Wurfmesser. Wurfmesser und Kugeln. Drei Wurfmesser sind ein guter Anfang. Nochmal zwei Wurfmesser, damit sind die voll. Ich brauche aber noch Kugeln. Okay, ich bin gerade versteckt und plündere eine Wache. Naja. Was haben wir da? Irgendwo da müssen Wachen sein. Ganz vorsichtig rein und sehen, es sind mehr als nur ein paar Wachen. Das einfachste wäre, die Assassinen zu schicken. Wo sind die gerade AFK? So, und wieder weg hier. Die sind tot. Da kommen die anderen Wachen schon an. Ich hole mir mal ein Wurfmesser. Aber wenn die mich jetzt sehen, greifen sie mich schon automatisch an und ich bin entdeckt, ne? Das ist natürlich ungünstig. Na gut, eigentlich vertraue ich meinen Rekruten so weit, dass die es selber schaffen. Aber ein bisschen nachhelfen kann ja nicht schaden. Mal sehen, was machen wir jetzt? Hier eine Kugel reindrücken, hier eine Kugel reindrücken, eine Kugel reindrücken. Ich habe keine Kugel mehr. Ich habe auch keine Wurfmesser mehr. Das ist jetzt natürlich doof. Jetzt komm schon, leg den um. Ich will nicht nachhelfen müssen. Das könnt ihr doch eigentlich selber. Also, bitte sag mir, dass du Kugeln hast. Du bist ein verdammter Schütze. Okay, drei Soldaten müssen noch sterben. Da draußen sehe ich noch zwei rote Punkte. Ja. Wurfmesser. Kugeln und Wurfmesser, das ist sehr gut. Ich könnte auch die Axt mitnehmen zum Werfen, aber
Ich vertraue diesen Äxten nicht so ganz. So, irgendwo da. Oh. So, ihr beide seid auch tot. Einer fehlt noch. Ach so, das ist ein ganz verficktes Lager hier. Ah. Da vorne. Ach so, das ist eine Borgia-Wache. Okay. Jetzt muss ich sehen, was haben wir denn da drin? Also am liebsten würde ich auch da wieder einfach meine Rekruten drauf schicken. Das sollten die ja packen. Kommt, Rekruten. Behalt euch. Macht euch einsatzbereit. Dankeschön. Und? Tot. Ja, guck mal. So kann das ganz schnell gehen. Mit dieser Mission. Mit sehr viel Hinterlist und fiesen Tricks. So. Eine Munition hätte ich trotzdem gerne noch ein bisschen aufgefrischt. Obwohl, ja doch, ein paar Kugeln könnte ich vielleicht gebrauchen. Bartolomeo, wo bist denn du? Irgendwo da oben, ne? Ah, ah, ah. Kann ich hier hochklettern? Ich glaube nicht. Ezio hat gegen das Bergsteigen so eine kleine Abneigung. Kann ich nachvollziehen. Ich bin auch definitiv nicht so gerade der Bergfreund. Habe ich hier irgendwo mal einen Schmied? Mann, was hier ist für... Ach Gott, ich weiß schon, was wir hier machen müssen. Hier ist doch irgendwo bestimmt ein Schmied. Ja, aber nicht in meiner Richtung hier. Arzt brauche ich auch alles nicht. Kaufe ich mir doch gerade nicht, habe ich keine Lust zu. Schmied, ich brauche Munition. Nein, eben nicht. Leonardo-Mission mache ich auch erst später, da freue ich mich schon drauf. Ich mag die Leonardo-Mission. Ich könnte zwar schon alle bis auf eine machen, aber da habe ich keine Lust zu, dann will ich doch gleich alle machen. So, Bartolomeo. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgenkraut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Ja, kommt dem Ganzen sehr nah. Kein Quadrat. Also wieder keinen Schaden nehmen oder was? Na egal, in der Mission ist es, glaube ich, gut möglich. Oh, da brauche ich aber Wurfmesser für. Gut, wir tragen zumindest die Rüstung eines Hauptmanns. Ah, Ezio, war was ganz Neues für dich. Ich gehe mal, ja, folgen, sicher. Ich soll den ganzen Leuten folgen. Schlaue Idee, weil die Soldaten dürfen es ja nicht sehen, die Gegner. Ich muss wieder alles auf den Weg umbringen. Das war jetzt nicht so schlau. Meine Assassinen sind immer auch zu langsam dafür. Naja. Den überlasse ich euch, ne? Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt. Cesare will selbst König sein. Weißt du, Bartolomeo, ich glaube, du hast recht. Ach, scheiße, ich hab keine... Dings mehr. Was? Wieso wurde ich jetzt desynchronisiert? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Tut mir leid. Stand da irgendwo was von nicht entdeckt werden? Ich meine nämlich nicht. Okay. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt, Cesare will selbst König sein. Nun, zumindest die Nüchternen. Ja, was mache ich denn jetzt?
Wie mache ich das am besten? Die Borgia-Wachen? Weiß ich nicht, was mit denen ist, die Roten. Das Entscheidende sind ja die Blauen. Weitere Truppen vor uns. So weit, so gut. Da ist auch noch einer. Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Was ist das bitte hier? Ich werde immer plötzlich entdeckt und bin dann synchronisiert. Also irgendwo steht wohl was von nicht entdeckt werden, was ich nicht gesehen habe. Ist ja auch egal. Ist ja egal. Die Rüstung sieht scheiße aus. Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei. Es geht um aus dem Weg. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehe ich, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Okay, also das Problem besteht in den französischen Wachen. Der Rest darf mich ruhig entdecken. Ne, entdecken auch nicht, aber am Rest muss ich nicht ganz so aufpassen. So, Assassin macht hinne. Am liebsten würde ich meinen Wachen sagen, also meinen Leuten hier sagen, bleibt mal stehen. Darum kümmere ich mich. So, tot. Moment mal eben. Ja, klar. Was? Moment mal, ihr wollt mir jetzt sagen, dass meine Assassinen-Rekruten den einen umgebracht haben und den anderen am Leben ließen? Das Spiel will mich doch trollen. Und diese dämlichen beiden Borgia-Wachen. Ja, ich erinnere mich, die haben mir jedes Mal wieder Schwierigkeiten bereitet. Ich kann meinen Leuten hier aber leider nicht sagen, bleibt mal stehen. Nicht so hastig. Trinkt einen Kaffee. Kauft einen Schmied. Den Schmied nur für die Munition. Meine Leute gehen natürlich in der Zeit weiter. Wieso kann ich dir nicht sagen, haltet mal an? Das wäre nämlich irgendwie so mega nützlich. Das finde ich echt ein bisschen komisch. Anhalten wäre jetzt hier irgendwie so die logische Konsequenz, weil ich bin derjenige, der die Straße freiräumen soll. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Wisst ihr? So, wie mache ich das am geschicktesten? Armbrust wäre gut. Klar. Ich hätte damit rechnen müssen. Eigentlich. Dass es nicht funktioniert. Na, was soll's. Wieder ein Versuch. Ah, Scheiße. Weg da, aus dem Weg. Ich habe hoffentlich jetzt einen Schmied und die Munition. Einen Schmied habe ich, die Munition ist voll. Das ist gut. Jetzt stürme ich nämlich einfach vor und lege alles um. Ich versuch's mal anders. Golemanschlag. Der ist tot. Also irgendwann kriegt man das hier hin. Ich nehme mal einen Speer mit. So. Dämliches Arschloch. Ich nehme mir noch einen Speer mit. Ich mag diese Speere. Warum? Weil man das hier damit machen kann. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Wen? Bartolomeo, wen soll ich erledigen, bevor sie angreifen? Ja, hier ist niemand mehr. Die sind alle tot. Und da... Und was soll ich euch auch umbringen? Lieber nicht, ne? Borgia-Wache lasse ich auch mal am Leben. Ausnahmsweise, Junge. Ausnahmsweise bleibst du am Leben. Ansonsten würde ich dich umbringen. Ich laufe mal ein Stück vor. Hey, lasst mich rein, ja? Lasst mich rein! Ich bringe euch um. Hier dürfte dich nichts interessieren. Doch? Naja. Que venez-vous faire ici?
Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Ihr könnt Französisch? Es gab ein paar Französinnen, Firenze. Ja, ganz nach Ezios Stil, ne? Warum kann er Französisch? Ja, gab ein paar französische Mädchen in Florenz. Ja, klar, warum sollte man auch sonst Französisch lernen, ne? Ich weiß nicht, ich mag diese Sprache nicht so. Ich kann damit nichts anfangen. Dumba 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 dumba. Mach mal Tor auf, vielleicht muss ich euch alle umbringen. Vielen Dank. Was? Scheiß Italiener? Ja, ja, wir werden noch sehen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Vermutlich da rein, oder? Was auch immer der sagt. Wie gesagt, ich kann kein Französisch, ich weiß nicht, was die sagen. Bitte übersetzen, irgendwer, der es versteht. Wir müssen einfach hoch, da ist eine Treppe, da können wir lang gehen. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Wald frei. Ihr Wilden lernt es nie. Scheiße, falscher Knopf. Bisschen Unterstützung kann nicht schaden, ne? Ja, komm, greif an. Zack, tot. Was jetzt? Ezio, ihr müsst mein Weib retten. Nehmt das Dach. Ruhe. Okay. Weniger als 5 Minuten, das kriege ich auch wohl hin. Ich kratze die Kurve. Nehmt das Dach. Ich nehme immer das Dach, Bartholomew. Darüber brauchst du dir echt keine Sorgen zu machen. Wo muss ich überhaupt hin? Na doch, hier ist glaube ich richtig. Oder auch nicht. Doch, ist es. Gut. Die 4 Wachen überwältigen und das Tor stürmen. So, und das Tor aufmachen, ja. Super. Leute, wenn ihr euch mit dem Tor verbarrikadieren wollt, dürft ihr die Winde nicht auf der falschen Seite haben. Was eine dämliche Pistole. Wie soll man damit zielen? Na gut, Waffen zu damaligen Zeit waren sowieso unpräzise. Mit Zielen war da nichts. Retten wir mal Bartholomäus Frau. Weniger als 5 Minuten, ist aber kein Problem. Ach, wisst ihr was? Ich habe ihn noch nie mit der Klinge getötet. Ich habe immer die Pistole genommen. Heute ist die Klinge mal dran. Dämlicher Franzmann, du bist tot. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace. Tja. Pentesilea!
Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Ja. Kann man mitleben, ne, Ezio? So, Sequenz vorbei, aber bevor das der Fall ist, plündere ich noch diese Schatzkiste. So. Und ja, wir stehen hier mitten im Franzosenlager, was wir gerade praktisch komplett vernichtet haben. Kratzen wir die Kurve, Porträt von Baron de Valois erhalten. Gut. Sehr passend, dass ich den Part beenden kann. Und das nächste Mal dann schon wieder eine neue Sequenz. Mann, das geht ja momentan echt ganz schön schnell. Naja. Auch okay, dann darf ich mich nämlich bald an die 100% machen. Das wird hingegen doch eine ganze Weile... Na, was heißt bald? Wir haben noch einiges vor uns eigentlich. Aber selbst wenn die 100% werden, ganz schön viel Zeit nur in Anspruch nehmen. Bin mal gespannt, wie lange das, das alles hier am Ende dauert. Naja. Hier auf dem Dach stehen gefällt mir gerade. So kann man den Part auch mal beenden. Den Blick über Rom... Da hinten das Pantheon und die Engelsburg. Ja. Dann würde ich mal sagen, mit diesem wunderschönen Ausblick sag ich bis... Ja, übermorgen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.